Wir haben uns wirklich darauf konzentriert, dass wir eine Mannschaft an den Start bekommen zum Start der Regionalliga Bayern. Wir werden auch in der Regionalliga Bayern in der Regionalliga starten. Wir haben Budgetplanung gemacht für den Kader für die nächsten 2 Jahre auch und haben einen Finanzbedarf über die nächsten 2 Jahre und dieser wird es uns ermöglichen, die Fortführung von 1860 dann auch dementsprechend zu organisieren. Dazu sind wir natürlich selbstverständlich in ganz engem Austausch mit den Gesellschaftern, mit beiden Gesellschafterseiten und aber auch mit unseren Sponsoren, weil das wird eine der tragenden Säulen sein. Ich will einfach auf diese 3 Grundsäulen jetzt einfach die Mannschaft aufbauen, Disziplin, Fitness und vor allem Persönlichkeit. Wir werden, es ist unser Ziel, im Grünwalder Stadion spielen. Da sind unsere komplette Planung ausgerichtet. Befinden wir uns in den Gesprächen mit der Stadt in den nächsten Tagen, um eben hier auch ein Konzept zu entwickeln, wo wir im Grünwalder Stadion spielen können. Ziel war natürlich auch, und deswegen freut es mich ungemein, dass Herr Birovka neben mir sitzt, dass wir auch einen wirklich guten sportlichen Erfolg hinbekommen, auch einen wirklich guten Start haben. Herr Birovka hat einen gültigen Vertrag bei uns. Er ist neuer Cheftrainer jetzt bei 1860 München, hat eine Mannschaft zusammengestellt, zusammen mit Herrn Schellenberg. Und ich glaube, wir haben einen Kader und werden einen Kader haben, der dann sicherlich auch absolut wettbewerbsfähig sein wird in der Regionalliga. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Ja gut, ich bin froh, dass es wieder losgeht, weil, wie gesagt, jetzt kann man sich wieder mehr um das Sportliche kümmern. Die sportlichsten Bilder aus München, unterstützt von Foto Video Sauter.